Und hier sind die HDF-News am Wochenende live mit Uble aus der Dreieckshütte. Hey, guten Tag, wir melden uns hier wieder am Wochenende die HDF-News live am Samstagmittag. Es ist 12.45 Uhr und das hier ist die Dreieckshütte nahe Hüttenbach. Ich bin Uble, darf euch ganz herzlich zu den lokalen Nachrichten begrüßen. Ja, wir haben uns einen Monat lang nicht gemeldet, liegt daran, dass ich erstens im Urlaub war und zweitens ein bisschen krank war, Pollenflug und so weiter, das brauche ich jetzt nicht erklären. Das hier ist der Themenüberblick für diese Sendung. Viel Spaß! Unser Kinotipp für heute, Fast and the Furious 5. Seit letztem Donnerstag kann man diesen Actionfilm in den Kinos sehen. Außerdem ist unser Club heute zu Gast in Dortmund. Und das Wetter wird zu Beginn der neuen Woche etwas schlechter. Nach einigen Schauern letzte Woche am Dienstag und vor allem am Mittwoch kam ja dann am Donnerstag, Freitag und auch heute am Samstag wieder die Sonne raus. Den kompletten Wetterbericht sehen Sie am Ende dieser Sendung. Dafür sollten Sie dranbleiben. Jetzt starten wir aber erstmal in die Sendung mit den Kurznachrichten aus Hüttenbach. Und da war wieder so einiges los. Auf geht's. Weiterhin ist die Staatsstraße zwischen Oberndorf und Hilpoltstein auf einem kleinen Teilstück gesperrt. Eine Umleitung ist jedoch vorhanden. Wenn Sie von der Dreieckshütte Richtung Hüttenbach fahren, sollten Sie auf Feuersammerlande achten, die hier auf der Straße sein können. Gerade habt ihr die Kurznachrichten aus Hüttenbach gesehen. Ja, hier vor der Dreieckshütte kommen gerade ein paar Wanderer an. Dies hier ist nicht nur ein Studio von HDF, sondern auch ein beliebtes Wanderziel für Ausflügler. Ja, wir machen jetzt weiter mit Nachrichten aus aller Welt. Die Top-Themen des Tages kommen jetzt aus dem Studio in Hüttenbach. Auf geht's zu dir. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schönen guten Mittag. Ich melde mich hier aus dem Studio in Hüttenbach. Später sehen wir uns noch zu Sport und Kinotipp. Jetzt aber erstmal die Top-Themen aus aller Welt kurz zusammengefasst. Darüber spricht die Welt unser erstes Thema. Mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder wurden gestern Nachmittag von BKA-Beamten festgenommen. Das teilte die Bundesanwaltschaft gestern in Karlsruhe mit. Heute Vormittag gab es bereits eine Pressekonferenz, auf der Einzelheiten zu der Festnahme mitgeteilt worden sind. Medienberichten zufolge wurden diese drei Al-Qaida-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Sie sollen Terroranschläge hier in Deutschland geplant haben. Und nun zu unserem zweiten Thema am heutigen Samstagmittag. Online-Abfrage von Punkten in Flensburg. Das Punktesystem in der Flensburger Verkehrssünderdatei soll transparenter werden. Dies wurde gestern mitgeteilt. Ein erster Schritt erfolgt laut Bundesverkehrsministerium schon ab kommender Woche. Ein Sprecher sagte, dann könne die Zahl der Punkte online auf der Seite des Kraftfahrtbundesamtes mit dem elektronischen Personalausweis abgefragt werden. Überhaupt solle das Punktesystem in Zusammenarbeit mit den Ländern und Verkehrsexperten auf den Prüfstand gestellt werden. Details nannte der Sprecher nicht. Er wies darauf hin, dass bei der Reform Gründlichkeit vor Schnelligkeit ginge. Und jetzt noch zur dritten Meldung am heutigen Samstagmittag. In Magdeburg wurde gestern Nachmittag am Freitag das neue Landeshauptarchiv eröffnet. Dafür wurde für 24 Millionen Euro eine Kaserne umgebaut und erneuert. In dem Archiv werden Akten in einer Länge von 25 Kilometern gelagert. Zu den ältesten Dokumenten gehören Pergamenturkunden von Kaiser Otto. Bisher waren die Akten in Archiven in Magdeburg, Dessau, Pollau und Merseburg und Wernigerode gelagert. Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging, dann lesen Sie bitte auf der Teletext-Tafel Seite 572 noch einmal nach. Und damit wieder zurück auf die Dreieckshütte. Herzlichen Dank für die Meldungen aus aller Welt. Jetzt seid ihr da draußen top informiert, was das Weltgeschehen angeht. Ja, Mitte diesen Monats April, also zu Beginn dieser Osterferien, sind wieder viele Freizeitparks hier in der Region in die neue Sommersaison gestartet, haben eine neue Saison eröffnet. Unter anderem für unsere kleinen Zuschauer das Playmobiland bei Zirndorf, unter anderem aber auch zum Beispiel das Fränkische Wunderland bei Plech und auch Schlosstouren bei Herrelsbach. Ja, in Unterfranken hat Geiselwind geöffnet, der Freizeitpark, und davon sehen wir jetzt einen kurzen Ausschnitt, eine Fahrt mit der Achterbahn, der Looping-Achterbahn. Bitteschön, hier ist der Ausschnitt für Sie.
der Looping-Achterbahn im Freizeitpark Geiselwind in Unterfranken zwischen Würzburg und Nürnberg. Ja, die genaue Beschreibung dieses Parks und auch die Öffnungszeiten und Eintrittspreise, die erhalten Sie auf der Homepage des Freizeitlandes. Ist hier oben eingeblendet, einfach mal eingeben. Und das ist unser Ausflugstipp für diese Woche. Ja, wir starten jetzt in eine kurze Werbepause hier bei HDF und sind in circa 45 Sekunden wieder für Sie da. Sie sollten unbedingt dranbleiben, wenn Sie sich für Kino und Filme interessieren. Denn später haben wir noch den Kinotipp. Bis gleich. Wir machen Höhenmeter, wir machen Tiefenmeter. Wir machen es am Tag, wir machen es in der Nacht. Wir machen es schnell, wir machen es langsam. Wir machen Gegner fertig, wir machen uns fertig. Wir machen uns zu Helden, wir machen uns zu Losern. Wir machen Pause. Wir machen uns dreckig, wir machen uns nass, wir machen uns stark, wir machen schlapp, wir machen es laut, wir machen es leise, wir machen es linksrum, wir machen es rechtsrum, wir machen immer weiter. Sportcheck. Wir machen Sport. Was machst du? Willkommen zurück hier aus der kurzen HDF-Werbung. Dies hier ist immer noch die 13 und ich bin natürlich noch Uble für euch hier am Start bei den HDF-News. Morgen am Sonntag ist wieder 1. Mai und da standen wieder viele Wanderer und Ausflügler zur Mai-Wanderung. Natürlich wollen sie anschließend nach der Wanderung einkehren. In vielen Bierzelten wird wieder gefeiert auf Volksfesten, Dorffesten oder Grillfesten. Bei uns hier in der Gegend ist wieder das Tulsbrunner Frühlingsfest. Hier oben ist die Webseite eingeblendet. Da sollten Sie mal reinklicken, wenn Sie vorhaben, auf diesem Fest vorbeizuschauen. Es gibt wieder viel Speis und Trank und natürlich ist auch was für die Feiernden dabei. Am Abend spielen viele Partybands, viele Bekannte aus der Umgebung. Also das ist unser Freizeittipp für dieses Wochenende. Als nächstes gebe ich hier aus der Dreieckshütte live ab in die Kinoredaktion. Wir haben wieder einen schönen Kinotipp für euch vorbereitet. Am letzten Donnerstag ist ein interessanter Film in den fränkischen Kinos angelaufen. Welcher das ist, das verrät Ihnen jetzt der Kinoexperte. Auf geht's! Willkommen hier zum Kinotipp von HDF. Am letzten Donnerstag sind wieder ganz viele unterschiedliche Filme in den fränkischen Kinos angelaufen. Wir wollen wieder einen ganz speziell unter die Lupe nehmen und das ist unser Kinotipp für heute. Der Trailer zu diesem Film wurde schon ausgezeichnet zum besten Trailer der vergangenen Woche, also von diesem Neustart war der Trailer zu diesem Film der beste. Wir sprechen heute über Fast and the Furious 5 und hier ist auch schon der Trailer. Wir schauen mal rein. Das ist alles. Seid ihr verrückt? Wisst ihr, wessen Geld ihr da stehlt? Wir stehlen es ja gar nicht. Die Männer, hinter denen wir her sind, sind professionelle Runner. Wir finden sie, wir nehmen sie fest und wir bringen sie zurück. Und vor allem lassen wir sie nie, niemals in ihre Autos steigen. Home, sweet home. Die Kacke war gerade am Dampfen. Aber jetzt droht sie verdammt nochmal überzukochen. Wir halten uns an den Plan. Wenn du überleben willst, musst du aufhören, wie ein Bulle zu denken. Du bist jetzt in meiner Welt. Wir machen einen letzten Job und dann verschwinden wir für immer. Dies war also gerade ein kurzer Einblick in den Trailer von Fast and the Furious 5. Ab letzten Donnerstag kann man diesen Film in den fränkischen Kinos sehen. Ja, die Einblicke in den Trailer waren jetzt nicht die besten, die Qualität war schlecht, das bitte ich zu entschuldigen. Jedoch konnte man an den Eindrücken erkennen, dass uns ein actionreicher und spannungsgeladener Film erwartet. Die Action-Fans unter euch kommen absolut auf die Kosten. Ja, der Film ist absolut spitze, auch von der Kameraführung möchte ich sagen. Einziger Kritikpunkt möchte ich noch erwähnen, ist, dass der Film etwas zu lange ist. Am Schluss, die Szenen ziehen sich etwas lang hin. Also man hat dann das Gefühl, er ist demnächst Schluss, aber am Schluss kommt dann noch so Schlussgeplänkel und das ist nicht gerade das Beste. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und dauert 130 Minuten. Ja, einfach mal ansehen würde ich sagen, er lohnt sich und damit wieder zurück auf die Dreieckshütte.
Das ist wirklich ein interessanter Film, den der Kinoexperte gerade vorgestellt hat. Mal sehen, ob ich den mir anschaue. Sie sollen es sich auch überlegen. Ja, wie gesagt, wir machen heute ziemlich viel Werbung für Webseiten und Internetgeschichten. Hier kommt schon die nächste Homepage und das ist unsere eigene www.hdf.tv.gg. Schauen Sie mal rein, wir haben wieder neue Termine eingetragen in unserem Programmplan und außerdem können Sie einen Eintrag in das Gästebuch schreiben, wenn Sie Wünsche, Anregungen oder Kritik loswerden möchten. Bitte nehmen Sie sich das zu Herzen und schauen Sie auf dieser Homepage vorbei, www.hdf.tv.gg. Jetzt gebe ich weiter in die Sportredaktion und mein Kollege hat wieder die aktuellen Sportgeschehnisse des Tages für Sie. Jo, da sind wir schon wieder zum Sportgeschehen des Tages. Bevor wir auf den heutigen Tag blicken, wollen wir auf die letzte Woche, auf den letzten Ostersonntag schauen. Und da war ich im Frankenstadion in Nürnberg und habe mir das Duell Nürnberg gegen Mainz angeschaut. Das Spiel um Platz 5. Und ich habe euch einige Einblicke mitgebracht. Hier sind ein paar Ausschnitte aus dem Stadion. Also vor allem bei der letzten Szene, bei dem letzten Ausschnitt, wo dann die Schieber-Schieber-Rufe im Stadion zu hören waren, da entlud sich dann quasi der Frust der Fans auf den Schiedsrichter, auf das unparteiische Gespann und deren schlechte Leistung. Ich glaube, ein Handspiel wurde nicht geahndet und es waren noch ein paar weitere strittige Szenen dabei, wo es quasi Freistoß geben hätte können. Allgemein finde ich die Leistung beider Mannschaften nicht die beste. Es waren wenig Torschüsse dabei. Ein nicht so unterhaltsames Spiel, langweilig, ein Grottenkick quasi. Und deswegen ist das 0:0 absolut leistungsgerecht, wie ich finde, auch wenn sich einige aufregen. Ja, dieses schlechte Spiel macht Hoffnung auf Besserung. Nürnberg ist dieses Wochenende in Dortmund zu Gast. Es wird ein schweres Spiel, denn Dortmund hat ausverkauftes Haus, die Fans im Rücken, die Meisterschaft vor der Nase. Ich hoffe natürlich trotzdem auf ein Unentschieden für Nürnberg. Tippe mal auf ein 1:1. Weitere interessante Partien an diesem Wochenende. Köln gegen Leverkusen, ja, Rhein-Derby und außerdem noch Hoffenheim gegen Stuttgart, auch ein interessantes Partie. Was ich euch noch mitteilen muss, morgen am 1. Mai, Feiertag, da finden keine Spiele in der 1. und 2. Bundesliga statt. Die solltet ihr bedenken und damit wieder zurück auf die Dreieckshöhle. Tschüss! Das waren coole Sportnachrichten von meinem Kollegen, hätte ich nicht besser machen können. Und ich gebe jetzt gleich weiter ab zu unserem Wetterexperten. Das ist der Dr. Marcellus und er steht schon bereit hier vor unserem Studio in der schönen Natur und hat die Wetteraussichten für Hüttenbach und die Umgebung. Auf geht's! Ja, hallo, guten Mittag, liebe Zuschauer. Wir befinden uns hier auf einer kleinen Blumenwiese nahe Hüttenbach. Ich bin Dr. Matillus und das hier ist das Wetter von HDF für Sie da draußen. Ja, wir haben heute erstaunlich frühlingshafte, warme Sommertemperaturen. Das ist wirklich nicht mehr auszuhalten. Wir haben hier 22 Grad auf dieser Wiese gemessen vor ca. 5 Minuten. Ja, andere Orte wie zum Beispiel Simmelsdorf melden lediglich 19 Grad. Das liegt daran, dass zurzeit eine kleine Wolkenfront über unseren schönen fränkischen Himmel zieht. Ja, morgen am Sonntag, 1. Mai, wird es nochmals relativ sonnig. Wir erwarten ungefähr 19,5 Grad in den Mittagsstunden und abends etwas kühler, so um die 16 Grad. Ja, nächste Woche sieht es dann so aus, dass montags nochmals schön ist. Allerdings nicht so warm, wie wir das die letzte Woche gewohnt waren. Also wie gesagt, es geht sonnig weiter, jedoch erwarten wir Mitte nächster Woche eine neue Gewitterfront. Gewitterartige Schauer ziehen über Hüttenbach hinweg. Also stellen Sie sich auf etwas Regen ein. Ja, ich muss jetzt weiter Pfandflaschen suchen, sonst erreiche ich nicht meinen Tageslohn von 1,50 Euro. Tschüss!
Das war gerade Dr. Mazzillus mit dem Wetter für Hüttenbach und die Umgebung. Ja, ich spiele hier ein bisschen Ball und da merken Sie schon, die Sendung neigt sich dem Ende zu. Wir haben es jetzt gleich 13 Uhr. Ich freue mich, dass Sie dabei waren heute bei der HDF News Sendung aus der Dreieckshütte. Wenn nichts dazwischen kommt, dann sehen wir uns am nächsten Wochenende wieder hier live aus der Dreieckshütte, wie immer am 8. Mai, das ist ein Sonntag. Schalten Sie wieder ein und seien Sie wieder hier live dabei, HDF, direkt, kompakt, im Takt. Tschüss und auf Wiedersehen. I was waving my goodbye, I saw a feather in the sky, gently moving towards me, I took it bluntly as a sign, I took it as a